Also Tätowierungen sind so alt wie die Menschheitsgeschichte, kann man sagen. Man weiß heute, dass sogar der Ötzi, der ja im Eis gefunden wurde, schon tätowiert gewesen ist. Man weiß nicht immer, was die Motive bedeuten, was sozusagen der ganz historische Ursprung des Tätowierens war. Mitunter waren das religiöse Zusammenhänge, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass im Prinzip, seit es Menschen gegeben hat, gab es auch schon die Tätowierung. Und die Ausstellung selbst beginnt sozusagen im frühen 19. Jahrhundert mit der Wiederentdeckung der Tätowierungen in Europa, kann man sagen, durch die Forschungsreisen von James Cook, der eben aus seinen, in seinen Reiseberichten auch eben tätowierte Ureinwohner präsentiert hat. Und das führte dazu, dass es in gewisser Weise auch nochmal wieder eine größere Aufmerksamkeit für Tätowierungen gegeben hat in den europäischen Ländern. Also ich denke, da muss man so ein bisschen unterscheiden, was wir heute glauben, wie das Tattoo schon immer wahrgenommen wurde, weil es ist auch ein bisschen ein Trugschluss, dass immer nur die Unterschichten oder soziale Randgruppen tätowiert waren. Also man weiß heute aus historischen Quellen, dass auch die Adeligen im 19. Jahrhundert und davor schon tätowiert hatten, waren. Also auch beispielsweise Kaiserin Sissi hatte eine Tätowierung an der Schulter, einen Anker, der sozusagen auf ihre Reiselust und Freiheitsliebe hin deuten sollte. Und natürlich gibt es ganz viele Facetten von Tätowierungen. Das hat es schon immer gegeben. Historisch kann man sagen, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, dass anfänglich natürlich auch bestimmte Gesellschaftsgruppen wie Seeleute, bestimmte Handwerker, die sich mit ihren Handwerkssymbolen dann auch bezeichnet haben, Hafenarbeiter und andere Gruppen eben tätowiert wurden. Natürlich spielt es immer auch eine Rolle, wie sowas wahrgenommen wird. Also die Tätowierung hatte lange Zeit das Image einer eher stigmatisierten Bezeichnung des Körpers, dass sozusagen eben nur Kriminelle sich angeblich tätowieren lassen. Das war natürlich genauso wenig wie heute damals richtig. Es gibt natürlich auch Kriminelle, die tätowiert werden.